Herzlich willkommen zur letzten Pressekonferenz vor einem Spiel in dieser Saison. Wir spielen am Sonntag gegen den TSV Hartberg um 17 Uhr. Ich darf unseren Trainer Thomas Hösele recht herzlich begrüßen. Die ersten Fragen sind schon in den Chat gestellt worden. Ich fange an, bitte die weiteren Fragen auch in den Chat stellen, weil ich gesehen habe, dass ein paar aufgezeigt haben. Bitte gleich direkt einfach ohne Aufzeigen in den Chat schreiben. Burkhard Einzinger, Kronenzeitung, kommen gegen Hartberg nur mehr jene Spieler zum Zug, die auch nächste Saison noch in Graz sind? Ja, der grundsätzliche Plan ist schon, jene Spieler in den Kader zu nehmen, die auch in der nächsten Saison eine Rolle spielen werden. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch auf die entsprechenden Spielpositionen zu schauen. Das heißt, es ist auch möglich, eben aufgrund dieser Überlegungen, dass der ein oder andere Spieler dabei ist, der möglicherweise im nächsten Jahr nicht mehr bei Sturm Graz ist. Patrick Schneff, Sturmnetz. Frage an den Trainer: Ist er froh, wenn er sich wieder der Amateurmannschaft widmen darf, oder ist er doch auf den Geschmack gekommen, eine Bundesligamannschaft zu trainieren? Also vorab einmal, es ist eine tolle Erfahrung jetzt, diese 10 Tage mit den Profis absolviert zu haben. Ich denke, dass ich sehr viel mitnehmen kann. Es war sehr intensiv. Ich bin nicht froh, wieder zu den Amateuren zurückzugehen. Ich freue mich einfach auf die Arbeit. Geht es um Ausbildung der Spieler, um Heranführen der nächsten Talente an die Kampfmannschaft. Und so war es abgesprochen und so wird es auch sein. Und man muss ja sagen, es ist ein Lizenzthema, oder? Also du hast ja genau. Die A-Lizenz und Michi Lorbeer, Kleine Zeitung, wer fällt mit Sicherheit aus? Mit Sicherheit ausfallen wären die gesperrten Bale und Ljubic. Ja, das ist das, was man jetzt ganz sicher sagen kann. Na, alles Weitere wird sich noch im Laufe des heutigen Tages bzw. im Laufe des morgigen Tages ergeben. Und ich denke, dass wir morgen dann nach dem Abschlusstraining dann definitiv auch sagen können, wie der Kader ausschauen wird. Ich glaube, damit ist auch die Frage von Patrick Schneff, Sturmnetz, nach angeschlagenen Spielern beantwortet. Dabei keine weiteren Fragen im Chat, aber eine Frage von mir vielleicht: Was gibt man der Mannschaft jetzt mit? Eigentlich in der Tabelle ist ja nichts mehr möglich. Was sagt man ihnen da? Ja, ich denke, dass das morgen ein Spiel wird, wo es um die Ehre geht, wo es um den Charakter geht. Ich denke, dass man gerade in solchen Phasen, in solchen Spielen dann ja wirklich den Charakter der Mannschaft, den Charakter der einzelnen Spieler kennenlernt. Es ist zudem ein steirisches Derby. Es geht um Punkte. Und es geht für uns natürlich nach einer verkorksten Saison um einen positiven Abschluss. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst schaue ich dabei bei uns, ob es vielleicht Fragen von Fans gibt auf unserer Facebook-Seite. Gerfried Gombotz, ein Lob, du bist ein ganz toller Trainer, hoffentlich auch in der nächsten Saison für die Kampfmannschaft. Ist das eine Option? Ich glaube, das ist gerade vorher beantwortet worden. Nein, wie gesagt, es war vorher schon so abgesprochen, dass es für die 3 Spiele ist. Außerdem habe ich nicht die notwendige Lizenz, um in der Bundesliga oder in der ersten Bundesliga zu trainieren. Und ja, nochmal, ich freue mich sehr, wieder zur Amateurmannschaft zurückzukehren. Und ich denke, dass ich den nachkommenden Talenten da sehr viel mitgeben kann, dass mir jetzt diese Zeit, diese 10 Tage da bei den Profis auch geholfen haben, um noch mehr im Detail die Jungs auf ihren Weg vorzubereiten. Ist das langfristige Option für dich, dass du die Pro-Lizenz machst? Ich habe die Ausbildung der Pro-Lizenz schon 2002, 2003, also den Kurs, den 2-jährigen Kurs gemacht. Allerdings ist damals eine gesundheitliche Geschichte dazwischen gekommen, wodurch ich die Diplomarbeit und die Abschlussprüfung dann nicht gemacht habe. Habe ich mich jetzt nicht wirklich damit befasst, weil ich einfach in meiner Aufgabe als Entwicklungstrainer, als Ausbildungstrainer, aber gerade auch irgendwo so am Punkt, wo es auch darum geht, zu punkten, zu gewinnen, in der Tabelle möglichst weit vorn zu sein.
möglicherweise auch aufzusteigen, so wie es im letzten Jahr möglich gewesen wäre. Ja, da sehe ich meine Rolle. Auch im Chat auf Facebook gibt es keine Fragen. Gibt es noch weitere Fragen im Chat? Ansonsten beenden wir diese Pressekonferenz. Danke fürs Zusehen zu Hause und danke auch hier im Chat. Alles Gute am Sonntag. Vielen Dank.